Deutsche Memes, die Paulaner-Zapfen rein. Jo, Leute, schickt mir in Zukunft gerne. Ja, fick dich doch, schreib mich doch nicht so an, Alter. Jo, Leute, schickt mir doch deine letzte Trommelfell-Operation. Junge, warum? Gibt's zu Instagram, Links in der Beschreibung. Und ansonsten viel Spaß beim Video. Gehen wir rein ins Intro. Kuss, kuss. Muss nicht sein, muss nicht sein. Kuss. Deutsche Memes. Digga, way to dank. Und auch erstmal ein Stößchen. Let's go. When is the next one? The next one is at 420. Scheiß Kevin, Alter, so ein Arsch. Scheißidee. Absolute Scheißidee. Absolute Scheißidee. 5 and 9, can everybody shut? Turn down for what? Turn down for what? Macht euch, lasst euch alle vorne den Zippel abschneiden. Das ist einfach, ne? Ja, das stimmt. Das ist das Beste für eine Frau. Warum? Ich liebe, die Mütze kommt nicht runter, die Mütze bleibt auf. Wenn es im Winter kalt ist, dann ich will keine Glatze. Jetzt mach mal dich jetzt hier so gleich. Blasi, blasi. Blasi, blasi, hä? Ich finde es immer gut, irgendwas im Hintergrund so quasi direkt zum ersten Gesprächsthema zu machen. Vielleicht mal anfangen. Du hast da einen Sack im Hintergrund, ich habe auch einen. Ja, perfekt, Digga. Was, der Joke-Gehalt, verstehe ich nicht, ich bin selbstständig, 91 Millionen Euro in Bitcoin, lächerlich. Und hier gewinne ich auch noch, ich bin so ein Gewinner, swipe ab und werde auch ein Gewinner, ich gewinne nur noch! Boah, Junge. Bald ist wieder Sommer und diese Missgeburten kommen zurück. Digga, ich hasse nichts mehr, als wenn die Wichser durch mein Fenster steigen. Wirklich, bei Nacht, du, bei Gott, du bist am Schlafen, du machst das Fenster auf, die kommen rein und dann... Und dann stechen die dich in dein verficktes Ohr! Wenn ihr da jetzt noch Tipps und Tricks habt, was der Boss sich jetzt als nächstes anschauen soll, dann sagt's doch einfach. Könntest du dir vielleicht mal... Könntest du dir vielleicht mal meine Beine anschauen? Ich krieg die nicht so gut trainiert. Quonex, Misty Fellow, dankeschön. Lars, dankeschön. Dann schreibt's mir doch einfach mal. Ist das denn so schwer? Ja, tut mir leid. Ich hab doch keine Ahnung. Rasiert mich eigentlich. Bei Frauen ist mir das eigentlich relativ, aber hört jetzt genau zu. Also Achtung. Glatt ist natürlich auch schön. Ja. Aber ich habe auch nichts dagegen und find's auch sehr attraktiv, wenn die Frau so einen kleinen Strich hat. Nicht jetzt komplett behaart, sondern einen kleinen Strich. Ja. Der Pfad Gottes. Hat er recht. Hat er recht. Nee, also, da hat er recht. Da muss, ich hätte nicht gedacht, dass ich Montana Black im Thema Frauen, wenn er über Frauen spricht, irgendwann mal recht gebe. Aber da hat er recht. Da hat er recht. Da hat er recht. Da hat er einfach recht. Da hat er recht. Hat er gehabt, genau. Mein Dad und ich spielen seit 6 Jahren zusammen Clash of Clans. Okay, das ist auch ziemlich geil. Fuck, stimmt. Mein Dad hat seit 6 Jahren nicht mit mir geredet. Stimmt. Spaß. So. Kein Spaß, Spaß. So ein kein Spaß, Spaß. Mein Spaß, kein Spaß. Die Handy-Game, wenn ich irgendwann ein Kind hab, der muss so doll mit mir zusammen zocken. Ey, den würde ich so farmen lassen. Die 1 Milliarde Gold, die mir jetzt fehlen. Stimmt, sobald der 3 ist, Kuss. Zack, jeden Tag 2 Stunden farmen. So ein Ding, ganz ehrlich. Zuerst wird das Gold gefarmt und danach darf er erst die Hausaufgaben machen. Ist auch so, ist auch so. Bitte? Ja. Ja. Ja, aber T, du musst halt wissen,
Danny würde sonst sterben, wenn McDonald's nicht existieren würde. Was soll der Mann essen? Soll der etwa... Oh, da schaut er zu mir. Da habe ich Gänsehaut. Normales Essen essen? Oh. Stellt euch mal vor, Danny beißt in den Apfel einfach. Knete. Danny soll Knete essen. Oder das sind Schmerzen. Der eine Kollege, wenn man eine Sekunde wegschaut. Wie kann man eigentlich jeden Tag McDonald's essen? Ich dachte immer, Kevin ist der erste Streamer, der despawnt einfach. Aber ich glaube fucking Danny despawnt, no joke, zuerst. Das ist wirklich der größte Schmerz in meinem ganzen Leben. Mehr Schmerzen, Schmerzen und diese Schmerzen, Schmerzen. Mhm. Das, was Danny sagt. Wisst ihr, wie man erkennt, ob ein Ei noch gut ist oder schlecht? Man lässt es im Wasser schwimmen und dann muss man das saugen. Wisst ihr es? Man isst es und wenn man Salmonellenvergiftung kriegt, dann war es schlecht. Die Distanz. Perfekt, Digga, danke schön. Distanz ist das, was mich abfuckt. Die Qualität ist top, aber die Distanz ist das, was mich abfuckt. Wäre die Distanz nicht, ja, wäre ich glücklich. Hey, bringt mal Oscar. Alter. Alter. Hallo, bist denn du? Oscar. Danke, hier ist der Oscar. Stell ihn darüber. Daumen nach oben. Alter. Junge. Ne, buna Türkiye'de dur. Sınırından içeri girdiği zaman amını sik. Nee, nicht, Digga, jetzt nicht aufs Telefon hier scheißen, wirklich nicht. Abi seni vurur öldürür. Ama kardeş. Boah, Digga, das skipp ich, wenn er jetzt hier hinscheißt, Alter. Oh, aren't you so sweet? But then he says, I gave her the other ball. The problem is, he's got the gamer in his glove. He never took the gamer out of his glove. Nein, 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 auf keinen Fall. Ich mach das nicht. Auf keinen Fall. Nein, ich mach das nicht. Nein, mach ich nicht. Und die Kurze Pause. Sie legt an mein Mirak und ich an mein Paper. Ja, kenn ich schon den Clip? Ja, ich war der T-Rex. Leuten einen Pickel geben kann. Ein Pickel? Mhm. Nee. Angenommen, was? Du rülpst jetzt und es ist ja jetzt nicht so, sagen wir mal, die geilste Luft und die schwebt im Raum so. Mhm. Glaubst du, wenn die Luft quasi bei mir im Gesicht ankommt, dass ich einen Pickel bekommen kann? Ist das nicht so, dass wenn man was irgendwie was richtig Ekliges sieht oder so, dass man davon Herpes bekommt oder von irgendwie was Ekligem irgendwie Pickel bekommen kann, ist das nicht so? Digga, den Bro nehme ich unter Vertrag. Ah, kleiner Lifehack hier im Chat. Herpes und Pickel bekomme ich nicht, weil es scheiße aussieht. Danke für den Tipp an der Stelle, danke. This pen, so just follow it with your eyes, okay? Mhm. Der frühe Vogel kann mir mal einblasen. So, und ich fick den frühen Vogel. Gibt's nur eine Möglichkeit, aufschneiden und rausholen. Ganz ehrlich, man muss sich überlegen, was ist einem wichtiger? Eine Katze, die man neu kaufen kann, oder AirPods? Was ist wichtiger? Eine Katze kann man neu kaufen, what the fuck? Am 12. gibt es einen Tag mehr im Jahr. Hä? Und aus dem Schalltag machen wir den Togo Einschalttag. Bestimmt an diesem Tag euer eigenes Programm. Und Alter. Wie alt war ich da? Da war ich 17. Nee, da war ich schon besoffen. Da habe ich jetzt kein Togo mehr geguckt, glaube ich. Und wählt aus 12 Cartoons eure Lieblingsserie. Das war sehr informativ. Vielen Dank. Wäre der Stuhl wirklich kaputt, wäre das wirklich eine sehr schmerzhafte Erfahrung, wo weh tut. Dankeschön. Schön Paulanerzapfen hier. Während die Tochter sich anmalen lässt, gönnt der Papa sich einen Schluck. So. Hat Jesus eine Tochter? Huch. Wer braucht schon das Oktoberfest?
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Schöne ist so nah? Digga, das ist ein 1A-Bier, da kann man nichts sagen. Völlig umsonst, brauchte man nur zuschnappen. In dem Sinne würde ich einfach mal locker flockig behaupten. Wieder schauen und reingehauen. Ah, Old Montana Black.